Der ist tot. Behaupte ich jetzt mal. Ich bin zwar kein Profi. Körper, tot. Tür öffnen. Karnaka, mein Karnaka. Brüder und Schwestern meines Blutes. Und all die kleinen Leute, die diese großartige Stadt am Laufen. Ah, Tiktur. Nice. Ja, der Herzog spricht von mir aus. Flüstern aus dem Nichts. Abhandlung über die physische Existenz der anderen Welt. Auszug. Diese kleine Blicke auf das Nichts in den Träumen von Personen beschrieben, die aus dem Koma erwacht sind, beschränkt sich nicht auf wenige Auserwählte. In meinem Gespräch habe ich erfahren, dass es keine einzige Bürger gibt, der diese Version nicht selbst einmal irgendwann hatte. Deshalb muss es diesen Ort wirklich geben. Er ist kein Märchen und keine Massenpsychose. Vielleicht existiert er tief unter der Erde oder über ihr. Vielleicht ist er direkt neben uns, aber verborgen. Irgendein Lichteffekt oder wundersame Schleier hindert uns daran, ihn zu sehen. Und wir warten alle auf einen Naturphilosophen, der das Phänomen löst und zeigt, wie wir diesen Ort auf Wunsch sehen können. Aber wenn er zugänglich ist, ist er nicht länger ein furchterregender, weit entfernter und besonderer Ort, wie wir in der Legende des Outsiders beschrieben. Er mag zwar seltsam sein, ja, und beunruhigend, aber... Was? Doch, aber dieser Ort und neues Reich, das wir entdecken und schließlich erobert. Welche Schätze erwarten uns dort? Bestehen die Seen aus flüssigen Diamanten? Sind die Wolken aus schwebendem Silbergas? Und welche Dinge erfahren wir? Ja, schwebendes Silbergas. Immer nett. Hab ich mich erschreckt! Ich hab den Draht nicht gesehen. Ich wusste... Ist das jetzt ein Draht? So. Alter, hab ich mich erschreckt. So, wo ist der nächste Draht? Da, ne? Was sind das? Ein Heulbolzen. Was ist denn ein Heulbolzen? So, du schießt bitte auch nicht. Heulbolzen. Du hast mir gerade die Dinger ins Gesicht gejagt. Du auch. Sieht auf jeden Fall nicht einladend aus, die Bude. Angst, hier weiterzugehen, wenn ich ehrlich bin. Ah, das ist das ja schon. Outsider-Schrein. Ach, das ist wieder so ein Schrein. Ah. Warum so viele Fallen davor, Mann? Ich dachte, er ist mein Homie. Du hinterlässt in dieser sterbenden Stadt eine Spur aus Blut. Nein, kann gar nicht sein. Brianna Ashworth wäre als Mitglied der High Society unglücklich gewesen. Gezwungen, einen Banker zu heiraten. Nur dann wirklich frei, wenn sie sich auf Bällen betrank und heimlich mit Fremden traf. Und fremdging. Was? Und einen Sprung ins eiskalte Wasser. Doch, kurz bevor ihre Eltern sie verheiraten konnten, vor all den Jahren, fand sie stattdessen Delilah. Danach wurde es ziemlich turbulent. Und sie schaute nie zurück. Vizeaufseher Byrne ist ein ehrgeiziger Mann, aber glaubt an die Mission des Ordens. Gute Bürger des Reichs vor Leuten wie uns zu beschützen. Tief im Inneren. Also ich würde vor, wenn Brianna Ashworths Kopf am Ende auf einem Speer stecken würde. Vielleicht auch deiner. Was? Der König im Monat des Eises, wenn der Spatz dreimal ruft, wenn das Pferd scharrt mit dem Huf, kommen Jungfer, Herrin, Maus und Kind, kommen Fischer, Bauer, Frosch, geschwind. Einst ein König sehr adrett, wärmt sich am Feuer im Federbett. Menschen vor Hunger laut schrien, niemand konnte dem Winter entfliehen. Wenn ihr hungert, so esset Schnee, verschwunden ist schnell dann eure Weh. Worte des Königs zu unbedacht, in der Nacht wird er umgebracht.
Still, mein Liebes, hab keine Angst, Mama singt dir, dass du schlafen kannst, manche Stund noch, bis die Sonne sich zeigt, der Schreck der Nacht, erst dann ist weit. The Ground Killer is watching. Okay. Habe ich jetzt nicht so eine Rune bekommen? Oh, ich habe 7 Runden, dann machen wir nochmal was, oder? Was ist das da? Ziehe Gegner zu dir und setze sie außer Gefecht, töte sie. Jawoll. Hallo? Nehme ich. So, und dann wollten wir doch was mit der Schattengestalt, das mit der... mit der Ratte. Was ist das da? Oh, okay. Kann ich gerade nicht. Was haben wir noch so Schönes? Messmann, beschwört ein Geist der Menschen oder Hunde betört? Nein. Doppelgänger beschwört ein Schach. Brauche ich nicht. Nachtsicht sieht und irgendwie besser Lebewesen nicht, wenn da. Brauche ich auch nicht. Du kannst Objekte weiterwerfen. Nice. Ah, das, man kann dann nach Türen eintreten. Das ist natürlich nice. Vitalität oder Gesundheit und Widerstandsfähigkeit. Das nehme ich doch mal. So wie ich nämlich immer spiele, brauche ich das. So, können wir mal. Nice. Ah, hier müsste noch einer sein, ne? Stechender Bolzen. Ich wusste, ich habe noch... Da kann ich auch noch plündern, oder? Leider weiß ich nicht immer, was sie bringen. So, wohin wollte ich? Ich wollte, ich wollte dahin. Ne, das Haus bringt mir hier nichts. Oh, geht die dir raus? Wer hat die Tür aufgemacht? Du! Was? Das ist ja voll geil. Okay, das ist echt cool. Oh. Ja, das war nicht so helle. Okay, das wird dem. Das ist ja. Oh, geil. Ich glaube, hier habe ich eh alles getötet. Wir können aber nochmal in das Haus. Nee, in dem Haus war ich ja schon. Ich weiß nicht. Das reicht! Komm schon! Er ist ein Patriot! Ein Mann, der nicht aufhört, bevor er jedes Stückchen Silber. Noch irgendein Bimbo! Spart ihn, die Anzahl der Bergleute zu verdoppeln! Und der Tat, keine Fragen, keine Beschwerden. Haben wir es jetzt? Danke. Ja, Kanaka, halt's Maul, Alter. Ich hoffe, ich komme irgendwie in das Haus rein. Was ist Boden zum Keller des Konservatoriums. Es gab Arbeiten, also fehlte ein Gitter. Verdammt! Das wollte ich machen. So, Runde oder Knochenfaktor. Oh, cool. Es ist immer schön, wenn die Türen einfach aufgehen. Rattenspieß essen. Lecker Ratte. Ich konnte hier gerade irgendwas nehmen. Ach, Körper. In den Körper möchte ich noch, noch was. Ach, da kann ich noch klauen. Zack, zack. Das ist eine Doppeltür, die mache ich mal kurz wieder zu. Ja, ich weiß. Hey! Ach, hier sind wieder Blutfliegen. Nee, ne? Och Mann. Autsch. Ich glaube, da war eine Falle, die ich gekonnt übersehen habe, oder? Au, aua. Fick dich. Wo hätte der mir den... Ach, von da hat er mit dem eingesammelt. Autsch. Apropos, ich will mal gucken. Hoppala. Wie ich andere Bolzen nehmen kann. Was machen das da? Betäubungsbolzen. Okay. Brennbolzen. Verursacht groß. Ich will gucken. Heulbolzen. Blendet Gegner. Lässt deinen Gegner fliehen und nimmt ihn die Erinnerung. Stechender Bolzen. Wir sind halt voll nicht spannend, ne?
So, du gibst mir aber auch noch irgendwas, ne? Hier sind ganz, ganz viele Ratten. Das liegt bestimmt nicht daran, dass ich alles töte. Kauwerkzeug. Günstige Gelegenheit. Lesen. Ich habe einen neuen Auftrag für jemanden mit ihrem einzigartigen Talent. Ich möchte, dass sie dem im kaiserlichen Konsortium ausgestellten alten Resobüro-Prototyp beschaffen. Er ist gut beschützt, aber ich habe verdoppelt den Finder. Und bringen Sie ihn mit mir in den Laden. Springmine. Oh, da, Knochenartefakt. Raubvogel. Oh, klingt ja exotisch. So, einfach irgendwas gucken. Was kann der Raubvogel? Raubvogel. Da ist der Raubvogel. Falkenangriffe regenerieren etwas Gesundheit. Ich weiß leider nicht, was ein Falkenangriff ist, deswegen... Wahrscheinlich, wenn ich von oben runterspringe und irgendwas töte, oder? So. Ich kann da so rein, dann machen wir das auch auf jeden Fall. Dann kann ich mir nämlich dieses scheiß Hallo-Ratten... Alle Ratten mit einem Streich. Oh Gott, bin ich geil. Elfenbeinschnitzerei! Die gibt Geld. Das ist schön. Das ist... Sieht nicht so nett aus. Ja, nice! Ist das hier das Klo? Nö. Aber Krankenzimmer mit Bett. Hier ist auch noch ein Bettchen. Da ist eine Tinktur. Kolben. Ganz viel Kolben. Überall sind Ratten. Ratten. So, gibt's hier noch was? Hoch komme ich nicht. Okay. Kann ich das da klauen? Ah, guck mal. Kaiserliches Kombinatorium. Kann ich benutzen. Armbrustbolzen. Habe ich voll... Ja, ich habe 10 von 10, okay. So, dann machen wir aber uns nochmal einfacher. Wenn wir schon hier lang kommen, dann gehen wir auch hier lang, oder? Statt durch dieses scheiß Tor da. Ich bin ja echt kein Fan von diesen Toren. Wir gehen ja eh erst zu diesem Rossboro. Hast du nicht gesehen? Hm. Ah, so, hier lang, okay. Knochenfakt ist in der Nähe. Ja, ich kümmere mich um Knochenfakt. Ashworth ist irgendwo im kaiserlichen Konservatorium. Muss wissen, warum ein Schwert durchs Herz nicht genügte, um unsere neue Kaiserin Delilah zu töten. Sekonische Banane. Das Suchen mit den Grabhunden hat sie aufgegeben. Du hättest die komischen Dinger mal sehen sollen. Nur Schnauzen, Zähne und Schwänze. So ist es einfach, liebe Pamelia. Delilah trägt das Outsider-Zeichen und manches, was sie kann, geht auf uns über. Das finde ich nicht fair. Würdest du lieber wunde Finger beim Netze weben? Oder bei der Viehzucht kriegen? Alle Geschenke sind besser, als unter einem Joch zu liegen. Das stimmt natürlich. So kann man die Dinge sehen. Aber das hilft Lucinda nicht weiter, in Delilahs Gunst aufzusteigen. Ich lass sie da mal reden, ne? Also ich kann die natürlich auch einfach töten. Hey, warum verbrennen die hier was im... Das gehört sich nicht. Man verbrennt... Silberei. Ein bisschen Münzen. Warum tut sie mir damit weh, Alter? Alter! Hexe, deine Oma! So. Da. Aber immerhin sterben die, wenn ich mich nicht allzu doof anstelle, sterben die gut. Also mit Armbrustbolzen ist die direkt verreckt. Also Armbrustbolzen im Kopf hat die direkt getötet. Hör auf zu wackeln, Bild. Es ist nichts mehr. Nichts Spannendes passiert. Ja, ich habe das Gefühl, werden jetzt immer mehr von diesen Hexen kommen. Oh, guck mal. Nett. Neue Rune. Schön, dass die mir die einfach hier hinlegen. Ah, Armbrustbolzen. Der sieht nicht mehr so gesund aus. Das sind da nur alte Nester.
Ah, never mind. Und Momente. So geht das, ne? Na, guck mal. Danke. Oh geil, sind direkt alle verbrannt. Egal. Da muss ich nachher hin. Ich will jetzt erstmal hier